Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder Avenger und ja, ich habe echt ein paar coole Themen für euch, beziehungsweise eins eigentlich und ein bisschen Eigenwerbung, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, Intro ab und wir sehen uns. Alter, was willst du denn jetzt schon wieder? Alter. Nein, warte. Tja, bevor wir zu Tanzverbot kommen, würde ich erstmal sagen, ich bedanke mich recht herzlich für so viele Abonnenten und dass der Push-Stream so mega geil angekommen ist. Vielen, vielen Dank an euch. Ich glaube, ich habe in den letzten paar Tagen über 50 Abos gemacht. Sensationell von euch. Ich bedanke mich echt für den krassen Support. Und so auch nochmal an Dark DJ, dass er mich in seinem Video erwähnt hat. Echt mega. Er hat ja damals ein Video hochgeladen, ich habe einen Kommentar dazu geschrieben und haben uns nochmal so ein bisschen unterhalten und deswegen, ich glaube, da kam es dazu. Ja, vor ein paar Tagen beim Stream, glaube ich, hat auch mal einer geschrieben, man kann mir nicht donaten. Das habe ich gefixt. Kann man jetzt wieder, also für die, die mir spenden wollen, die mich unterstützen wollen, unten in der Videobeschreibung, schaut einfach mal vorbei, würde mich megamäßig drüber freuen. Wenn ihr natürlich nicht genug von mir kriegen könnt, der Honeywolle hat einen Shop für mich eingerichtet, wo man praktisch, oder hat einen Shop, wo er mehrere Sachen vertickt oder so. Da könnt ihr auch ein paar Pullis und Shirts von mir kaufen. Schaut einfach mal rein, würde mich freuen. Und ja, das war's eigentlich auch schon, denke ich. Na gut, ich werde auf jeden Fall noch einen Push-Stream machen demnächst oder Overwatch, mal gucken. Für die, die mit OBS auch mal streamen wollen, ich habe das Tutorial gefunden. Ich werde es unten in die Videobeschreibung... in die Videobeschreibung einfach mal reinpacken für euch. Dann könnt ihr auch auf jeden Fall da auch mal vorbeischauen. Vielleicht kann ich euch damit ein bisschen helfen. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir legen beim nächsten Thema los. Ja, Tanzverbot. Der liebe Tanzverbot hat momentan echt ein Riesenproblem. Aber wie kam es dazu? Ich werde es euch sagen. Es fing damit an, dass er mal einen Stream gemacht hat. Einschlafen mit der Community. Was in diesem Stream passiert ist, ist echt kurios und teilweise auch ein bisschen krass, meiner Meinung nach. Fing es eigentlich erstmal ganz lustig an. Er ist dann irgendwann eingeschlafen im Stream, wo er dann wieder aufgewacht ist, haben die Leute gesagt, ey, guck mal vor der Tür, vor 10 Minuten hat es bei dir geklingelt und so. Dann hat er sich gedacht, Alter, was geht denn jetzt? Geht erstmal raus und siehe da, da liegen Burger rum und ein bisschen was zu trinken und keine Ahnung und es wurde schon bezahlt und dafür hat er sich bedankt und bla. Dann kam später noch eine Pizza dazu. Echt mega. Eigentlich, jetzt komme ich dazu, wo das Drama seinen Lauf nimmt. Er wurde teilweise paranoid. Er hat dann sich gedacht, Alter, viele meinen es überhaupt gar nicht gut mit mir. Was ist jetzt eigentlich, wenn in den Burgern irgendwas drin ist? Oder in der Pizza? Da kann ja jeder was drunter gemischt haben. Ich meine, das lag ja vor der Tür und viele wissen ja auch, wo er wohnt, teilweise. Ja, dann hat er irgendwie gesagt, er hat keinen Hunger mehr. Er hatte richtige Paranoia entwickelt und hatte echt Angst, von diesen Burgern bzw. Pizza zu essen. Weil er gedacht hat, da könnte ja was drunter gemischt sein oder so eine Geschichte. Es wurde aber noch krasser im Stream. Viele Leute haben vor seiner Tür rumgeschrien, haben an die Türen geklopft, haben Pizza an die Wand geschmissen etc. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall komplett eskaliert. Es ging so weit, dass Tanzverbot mit dem Baseballschläger aufgestanden ist, um vor die Tür zu gehen. Nachbarn haben sogar die Polizei gerufen und wussten überhaupt gar nicht mehr, was abgeht. Also komplette Eskalation, meine Freunde. Es ist richtig, richtig krass. Dazu muss ich eins loswerden. Tanzverbot tut mir eigentlich leid in dem Moment, wenn sowas passiert. Andererseits ist er auch selber dran schuld. Ich meine, er ist ein Mensch des öffentlichen Interesses. So, sobald er sich draußen irgendwo zeigt, sobald er einkaufen geht, mit dem Fahrrad rumfährt, ich meine, da kann es schon mal passieren, dass ihn halt Leute sehen. Und da muss man halt echt vorsichtig sein. Es fing ja damit an, dass er umgezogen ist. So, er musste seine Möbel teilweise selber nach oben tragen, da haben ihn Leute gesehen und wussten sofort, ey, Tanzverbot wohnt da, Alter, mega cool und so und haben das halt irgendwie publik gemacht. So, meine Frage jetzt eigentlich, andere kommen doch auch damit zurecht. Guckt euch mal Kronk an, Alblali, LeFloid, die ganzen großen YouTuber, die auch ziemlich bekannt sind, die müssen ja auch einkaufen gehen, die müssen auch vielleicht mal umziehen oder so. Wenn man doch so viel Geld mit YouTube macht, so wie er, kann man da nicht einen Umzugsservice bestellen? Dann ist das alles doch ein bisschen secret eingerichtet, versteht ihr? Ein bisschen geheim gehalten, dass sowas überhaupt gar nicht passieren kann. Aber vielleicht dazu irgendwann
mal mehr, vielleicht habt ihr da noch ein paar Infos für mich. Könnt ihr mir vielleicht mal sagen, wie würdet ihr mit so viel Anerkennung umgehen? Ja, wenn ihr jetzt wirklich bekannt werdet, wie würdet ihr mit den Einkäufen umgehen, mit dem alltäglichen Leben? Wie würdet ihr das gestalten, dass so etwas vielleicht nicht passiert? Ab in die Kommentare damit. So, wir sind bei Tanzverbot aber auch noch nicht ganz fertig, weil viele, die sich jetzt denken, es kann gar nicht schlimmer kommen. Doch kann es. Zu guter Letzt wurde sein PayPal-Account komplett eingefroren. Komplett gesperrt, er kann nichts mehr, also er kann über das Geld nicht mehr verfügen, was er da verdient, was ihm gespendet wurde, was er mit YouTube einnimmt. Er ist komplett abhängig von PayPal. Ist einfach so, muss man dazu sagen. Das Problem ist jetzt einfach, also beziehungsweise wie es dazu kam, erzähle ich euch jetzt. Viele Spenden, die er in seinem Stream bekommen hat, waren von Account, also gehackten Accounts. Also die haben praktisch die Accounts gehackt und haben dann das Geld von anderen praktisch ihm gespendet. So, PayPal hat dann das Konto eingefroren, Tanzverbot, hat dort angerufen, beziehungsweise hat irgendwie E-Mails hingeschickt, wie man das denn jetzt das Problem lösen könnte, wie lange es denn überhaupt dauert. Dann hieß es irgendwie mit 180 Tagen, dann hat er irgendwann eine E-Mail bekommen. Ja, er wurde als riskant eingestuft. Risky Account. So, das heißt so viel. Wenn wirklich so viele gehackte Accounts bei ihm was gespendet haben, dann hat er ein Problem, weil PayPal kommt ja dafür eigentlich auf, wenn sowas passiert. So, die müssen jetzt die ganzen Transfers checken, ob die wirklich gehackt waren. Das zieht so einen ewigen Rattenschwanz hinter sich, die müssen das dann wieder zurück und bis das alles passiert ist, kann es halt echt sein, dass dieser Account so lange gesperrt bleibt. Was wird jetzt passieren? Er hat kein Geld mehr für Miete, für Strom, für Essen, für Abwasser, für keine Ahnung, was man so alles bezahlen muss. Ja, Internet etc. Das kann echt so weit kommen, dass er aus der Wohnung rausfliegt. In Deutschland ist es ja so, dass man nach der dritten Abmahnung ohne Bescheid aus der Wohnung gekündigt, also dass die Wohnung gekündigt werden kann. Das ist ein Problem. Und ich meine, wenn er überhaupt 3 Monate überlebt, ohne Essen und zu trinken. Ich meine, er ist ja dann wieder auf Familie angewiesen. Ich denke mal, daraus resultiert, dass er irgendwann wieder nach Hause zieht. Im letzten Video war er ja schon zu Hause. Ob das jetzt damit was zu tun hat, ob er vielleicht schon Vorkehrungen getroffen hat, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass er schon zu Hause war. Das ist halt ein Problem, wenn man auf PayPal angewiesen ist. Ich habe neben PayPal natürlich auch noch mein eigenes Konto, ja, wo dann auch mein Gehalt noch mit drauf kommt. Ich meine, ich habe ja eine Ausbildung, ich habe einen Beruf, ich kann trotzdem überleben, selbst wenn ich bei YouTube was verdienen würde oder beziehungsweise jetzt nicht mehr verdienen würde, wenn irgendwas eingefroren werden würde. Keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall abgesichert und das ist das, was ich jedes Mal wieder gesagt habe. Wenn man sich von YouTube abhängig macht, beziehungsweise von irgendwas wie PayPal, die ja das Monopol in Deutschland haben, dann hat man echt ein Problem. Ja, das ist halt das Ding. Aber ich weiß nicht, die Lage ist momentan echt, echt scheiße für ihn. Ne? Ich muss ehrlich dazu sagen, er tut mir ein bisschen leid. Andererseits ist er auch ein bisschen selber dran schuld, weil er halt sich so in die Öffentlichkeit drängt und halt auch diesen kleinen Fehler mit seinem Umzug begangen hat. Ist halt nun mal so. Jetzt muss er mit den Konsequenzen erstmal leben und muss die irgendwie aus der Welt schaffen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Man kann von ihm halten, was man möchte, aber man muss da so ein bisschen Anteilnahme zeigen. Ich mache es auf jeden Fall. Ich hoffe, das kriegt er irgendwie wieder hin und ja, es wird alles wieder gut. So viel dazu. Tja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie seht ihr das denn? Ihr könnt mir nochmal in die Kommentare reinschreiben. Habt ihr auch Mitleid mit ihm oder sagt ihr, Alter, der ist komplett selber daran schuld? Ja, wenn er so eine Scheiße baut, muss er jetzt mit klarkommen. Meiner Meinung nach, wie schon gesagt, kann er einem nur leid tun und ich hoffe, dass er es wieder hinbekommt. Oder wie, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wie würdet ihr mit Ruhm umgehen? Wenn ihr jetzt wirklich auf YouTube so krass bekannt werdet, wie würdet ihr das machen, dass ihr nicht in so eine Lage kommt? Ab da unten rein. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr mich cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button klicken. Wenn ihr mich richtig, richtig geil fandet und nichts mehr verpassen wollt, dann natürlich diesen Button hier. Ihr könnt natürlich jetzt nochmal in diese paar Videos hier reinschauen, wo immer ich die jetzt auch hinhaue für euch. Und ich würde einfach sagen, see you next time. Euer Evenger, haut da rein, passt auf euch auf, baut keinen Mist, bleibt anständig und wir sehen uns beim nächsten Stream, Evenger Talk oder whatever. Haut rein, bis dahin, servus, alter Schwede.